Ich bin Anna Pfeiffer, Vorsitzende des Bundesjugendwerks und Mitglied im Präsidium der AWO. Ja, ein erster guter Schritt. Allerdings ist damit der Forderung nach einer umfassenden Lohngerechtigkeit noch nicht Genüge getan. Es gibt noch viele Regelungen, die traditionelle Rollenbilder fördern und damit einer Gleichstellung von allen Menschen unabhängig ihres Geschlechts entgegenstehen. Wir müssen dahin kommen, weniger Minijobs zu haben und sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse auszubauen. Nein, es ist gut, dass Deutschland die Istanbul-Konvention endlich ratifiziert hat. Dennoch ist Gewalt für viele Frauen im Alltag noch die Regel. Und deswegen brauchen wir einen Rechtsschutz für Frauen und ihre Kinder, wenn sie von Gewalt zu Hause bedroht sind. Dafür brauchen wir Hilfsangebote, wie zum Beispiel Frauenhäuser, aber auch Frauenberatungsstellen. Und diese müssen ausreichend und dauerhaft finanziert sein. Die AWO und das Jugendwerk fordern die Ehe für alle. Denn wenn Menschen füreinander einstehen wollen, dann sollten sie auch die gleichen Rechte und Pflichten haben. Und zwar unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder Identität. Das gilt auch gerade besonders, wenn es um die Frage von Adoption geht. Denn auch Familien, die nicht dem heteronormativen Weltbild entsprechen, sollten die Möglichkeit haben, als Familie zusammenzuleben.